Liebe Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche hier aus Berlin schöne und gesegnete, ja wirklich frohe Weihnachten aus dem Deutschen Bundestag von mir, einem Abgeordneten der Fraktion der Alternative für Deutschland. Wir sind am Ende eines wichtigen Jahres wieder mal und ja, wir sind hier in einer wichtigen Aufgabe für unser Land, weil wir in den Bundestag gekommen sind. Das haben wir uns so alle nicht ausgesucht als Berufsweg. Wir kommen alle aus vielen, vielen wichtigen und guten Berufen. Und wir haben es gemacht, wir haben kandidiert, weil es um unser Land geht, weil unser Land in Probleme gekommen ist durch die letzten Jahre, vor allen Dingen der Merkel-Herrschaft, die Regierung, die unser Land in eine gefährliche Situation gebracht hat. Und wir sind daran, wir arbeiten daran als erste freiheitlich-konservative Opposition im Deutschen Bundestag seit vielen, vielen Jahren. Und wir haben einiges geschafft. Wir machen auch weiter so im Jahr 2019. Wir geben alle Kraft, aber vorher sollten wir gemeinsam innehalten und Weihnachten feiern. Weihnachten ist nicht umsonst, ist da eine der größten Traditionsereignisse, die wir in Deutschland haben. Und gerade wir Deutschen haben auch in schwierigen Zeiten immer wieder Weihnachten gefeiert. Wir sollten uns diese Tradition nicht kaputt machen lassen durch Islamisierung und durch linksgrüne, verlogene, geheuchelte Hypermoral. Wir sollten Geschenke verteilen an alle, die wir mögen. Wir sollten feiern. Wir sollten sagen, wir stehen zu dieser Tradition, zu dieser christlichen Tradition. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Das ist die frohe Botschaft an diesem Weihnachtsfest und das jedes Jahr seit 2000 Jahren. Und das sollten wir pflegen und immer wieder hüten. Und das sollten auch die pflegen, die vielleicht nicht gläubig sind, sich nicht als Christen fühlen. Denn das ist eine gewaltige Tradition, die wir zu verteidigen haben. Und nicht umsonst werden Weihnachtsmärkte brutal mit Terroranschlägen angegriffen. Nicht umsonst trifft es gerade unser wichtigstes, ja, fröhlichstes Fest eigentlich, das wir haben im ganzen Jahr. Und deswegen lasst uns feiern, lasst uns aber auch auf Menschen zugehen, die Not haben. Lasst uns zugehen auf den Nachbarn, mit dem wir vielleicht immer mal sprechen wollten. Dann sollten wir die Zeit zwischen den Jahren oder zu Weihnachten nutzen, mal den Kontakt aufzunehmen. Und lasst uns diese frohe Botschaft verbreiten. Wir stehen zu Weihnachten und wir kümmern uns dann wieder um unser Land, sobald Weihnachten vorbei ist. Wir stehen bereit, gemeinsam Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Und bis dahin, in den nächsten Tagen, wird auch mal richtig gefeiert. Alles Gute zu Weihnachten.